Zipfelurma, grüß dich an Fixi Hartmann. Oh shit. Der Blick. Es gibt keinen, der so fresh reacted. Immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Nach dem letzten Video, also von dem guten alten Process Boss, glaube ich war's, habt ihr euch wieder mal, das habt ihr richtig krass gefeiert und ihr habt gemeint, so, Sascha, das habt ihr euch wieder gewünscht, reagiert doch bitte auf Teil 2. Wundert mich nicht, weil wir haben eigentlich wieder genügend Content abgeliefert beim letzten Livestream, da waren schon Situationen dabei, die waren legendär, muss man so sagen, waren richtig lustig. Von dem her. Jetzt habe ich Angst. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, aber ich glaube, darauf könnten wir jetzt gemeinsam reagieren. Das ist eine gute Idee. Ja, passt. Dann seid's dabei. Seid's dabei, gehen wir's an, schauen wir rein, was los da geht's. Los ist. Nämlich mal wieder auf dem Kanal Process Boss. ist generell ein legendärer Kanalname, muss man echt mal so sagen. Haben wir jetzt die Memes? Schauen wir mal rein, was da los ist. Der Teil 1 war ja legendär. Und ich frage mich gerade, warum hier ein schwarzer Balken ist und vor allem, warum hier die Wasserzeichen mitten im Bild sind. Also da muss man schon sagen, das nächste Mal die Wasserzeichen gerne unten rechts, unten links, wenn es überhaupt braucht. Denn der Kanalname wird natürlich bei den Reactions immer erwähnt. Und das freut mich natürlich hier auch kleinere Channels zu supporten. Und vor allem, der erste Teil war ja legendär. Aber ja, gut, start mal los, ja. Oder? Schauen wir es uns trotzdem an und schauen mal, was das Sache ist. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr sofort beim Andrücken gewinnt. Und zwar nicht nur gegen die, die sowieso stärker sind wir, sondern auch so schwächer sind wir. Ich merke gerade, es ist zu kalt. Ich ziehe mir in der Zwischenzeit was an und ihr gönnt euch das Intro. Viel Spaß. Process Boss. Okay, starten wir mal los. Platziert den Ellbogen so nah wie möglich an den Tisch. Also platziert ihn so weit weg vom Körper. Geht nicht sehr, sehr nah zum Körper. Punkt 3. Nur mit den Armen arbeiten. Und jetzt kommen wir zu einem großen Fehler, die sehr viele da draußen machen. Und zwar mit dem ganzen Körper mitgehen. Platzieren den Daumen unter den Fingern. Aber ihr müsst den Daumen über den Fingern platzieren. Denn so habt ihr eine viel bessere Griffkraft und rutscht nicht so leicht. Okay, gut. Hier mal einfach alles umgedreht. Gut, geht noch, muss ich sagen. Geht noch, ja. Geht noch. Ich bin's, Sascha. Da ist ja nicht der Dauerzustand jetzt, ist ja nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Okay, na gut, wenn es die Ausnahme ist, dann passt. Ich liege jetzt bei 1 und 8. Was ging's da? Ich glaube, ich weiß. Was? Um die Zahnbürste, ob man die vom anderen schon mal benutzt hat. Ah, okay. 20 Kilo. 2, 3, 2, 1. Boom! Was ist hier los? Boah, check mal diese Qualitätsmuskulatur aus. Komplett definiert. Shredded as fuck. Einfach krass. Unglaublich. Wenn du eigentlich nur Netflix mit dir gucken wolltest, schau mal, was kommt. Stell dir mal vor, man geht auf einen Kaffee, geht auf einen Saft, trifft sich danach noch irgendwo im Hotelzimmer, landet dann gemütlich im Bett und dann Netflix and chill. Stopp mal, von wem redest du da? Ich hab keine Ahnung, wo das her ist. Ich hab keine Ahnung. Oh, was kommt jetzt? Und plötzlich weißt du nicht mehr, was los ist. Die zieht sich aus. Die zieht sich einfach aus. Brudi muss los. Brudi muss los. What? Wann habe ich das gesagt? Shit. Ich glaube, ich werde jetzt da immer daneben stehen. So, jeden Sonntagabend 19 Uhr. Ja. Und mal schauen, was da passiert. Wenn deine Freundin dich aus deinem eigenen Livestream rauswirft. Da! Genau, jetzt sagst du es schon wieder. Ja. So geht's mir, Freunde. Einfach immer schön unter Beobachtung. Sobald man eine Freundin hat, ist das Leben vorbei. Da ist das Leben vorbei. Game over. Game over mit der Freiheit. Das war's, ja? Just kidding. Du weißt ja gar nicht, wie schön es das du hast. Ja, nein, ich hab's ja schön. Gut, schau mal. Da warst du beleidigt, gell? Ja, da war ich beleidigt dahin. Also ich würde gerne wissen, was er gemacht hat, aber es gibt ja echt so Autofahrer, die so richtig extrem schnell durchdrehen. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob da wirklich was war, so. Ich lese ein Buch. Ich glaube, er ist beleidigt. Mit dem Buch und der Banane, der Blick, legendär. Apropos Autofahrer durchdrehen, Freunde, Real-Life-Story. Was? Real-Life-Story. Kommt da jetzt die eine Geschichte? Richtig. No shit, das ist genau tatsächlich so passiert, so ist ganz Paulina. Aber ist schon ein bisschen, sag mal so vor zwei Jahren so. Wir sind von Paulina, sie wurde ungefähr 1,5 Stunden von mir weg, wir sind nach Hause gefahren und Paulina fährt da so eine Straße, also... man muss dazu sagen, es war so, wir sind mit zwei Autos gefahren. Also ich mit meinem eigenen und Sascha hatte das Auto, glaube ich, von seinen Eltern.
Genau. Ich weiß nicht mehr, wieso das so war. Weil der Boy ja immer noch kein Auto hat. Aber jetzt zu zweit brauchen wir ja keins. Reicht uns eins, gell? Ja, eins reicht. Jedenfalls war es da so. Sehr außergewöhnlich. War sonst noch nie so. Muss genau, sonst haben wir immer zu zweit. Genau. So? Paulina fährt vor. Und jetzt mal aufgepasst. So, sie fährt vor. Präsident fährt immer hinten nach. Ja, ist ganz klar. Na, umgedreht. 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 Und dann so, da kommt ein Autofahrer. Es war eine schmale Straße. Ja, wer erzählt jetzt? Ich muss das halt, man muss sich das vorstellen können. Es war eine sehr schmale Straße, wo man aber weit nach vorne gesehen hat. So, immer. Kannst weiter erzählen. Ich sag euch, die Freiheit ist vorbei, wenn ihr eine Freundin habt. Immer wenn ich was erzählen möchte, kommt Paulina rein, zack, das muss noch gesagt werden. Das war eine wichtige Info. Wir müssen aber auf den Punkt kommen. So, wer erzählt jetzt? Beide. Schmale Straße, ich fahr vor, Sascha hinterher. So, und man sieht weit nach vorne. Gut, kommt einer her. Mir kommt der Autofahrer entgegen. Viel zu schnell. Paulina muss ausweichen, fährt rechts irgendwo so rein, da war es echt eng. Sie ist fast gestanden. So, und er, der Typ, der mir entgegenkommt, der zeigt mir den Vogel. Fährt richtig schnell bei ihr vorbei. Als wäre ich schuld so, gell? Fährt richtig schnell bei ihr vorbei, zeigt ihr den Vogel. Ich denke mir so, was ist da vorne passiert? Weil Paulina fährt komplett mit 2 km/h an den extremsten Straßenrand. So, dass also es war jetzt nicht so extrem, aber ich bin halt an den Rand gefahren. Schon, da war ja das Haus dann, oder? Ja, aber es war jetzt nicht so extrem. Ich musste einfach ausweichen und er hat sich noch so gedacht, die blöde Alte oder so. Ja, und der fetzt vorbei mit einem Karacho. Ja. So, und dann, ich bin 30 Meter dahinter, kommt er. Ich sehe schon, wie schnell er daherkommt, denke mir, what the fuck, was macht der? Werde ich auch schon langsamer, fähr auch rechts ran, weil ich halt sehe, wie schnell der herkommt. Denk mir so, was ist mit dem los? Weil es eigentlich eine Straße nur für ein Auto. Fährt der vor allem, man muss dazu sagen, er hätte gerade noch davor so eine Einbuchtung gehabt, wo er einfach kurz warten könnte. Sascha hätte vorbeifahren können, aber er ist einfach vorbei und wollte einfach an dir vorbeizischen. Das war mir schon klar, wie ich gesehen habe, wie er bei dir vorbei ist. Ja. Dass der nicht stehen bleibt. Da bin ich halt stehen geblieben. Fährt der vorbei? Rammt dich fast. Ja, ich bin wieder rechts raus, da war es halt eng. Rammt mich fast. Dann wurde er. Dann deutet mir der noch, der war so, keine Ahnung, 30 oder so. So irgendwie. So raus oder irgendwie so raus, beleidigend halt. Du bist stehen geblieben und dann schaust du in den Spiegel. Bin ich stehen geblieben. So, wieso bleibt der jetzt stehen, hat er denn jetzt den Spiegel so beim Vorbeifahren irgendwie so weggekaut? Ja. Weil es war richtig knapp so. Genau, weil es echt so knapp war. Und was da passiert ist, da habe ich mir gedacht, was für ein Mensch fährt so, ja. Und glaubt noch, er ist der Beste. Ja, gibt noch den anderen die Schuld. Ja? Jetzt kommen wir mal auf den Punkt. Sascha steigt dann aus. So, dann, er steigt dann habe ich gehupt. Dann habe ich gehupt. Er hat gehupt. Ich bin sowieso stehen geblieben, damit er vorbei kann. Er hat dann auch gehupt. Ich habe gehupt. Fährt er hinter mir rechts ran, bleibt stehen. Und er steigt aus und geht dann, so richtig. Dann bleibt er stehen, Freunde. Dann dachte ich mir so, jetzt gibt es Eskalation. Das habe ich vorher noch nie in meinem Leben gemacht. Ja? Und jetzt lass mal mich reden, weil das kannst du, da hast du nicht, das ist nur mit dem Rückspiegel gesehen. Und dann dachte ich mir so, jetzt reicht es mir komplett. Ich sofort, als ich gesehen habe, er bleibt stehen und hupt mich auch noch an, deutet mir das, passt. Gürtel wollte ich schon sagen, Gürtel aufgemacht, gut weg, Motor ab, ausgestiegen und bin zu dem Dude hinmarschiert. Ich bin zu dem hinmarschiert. So richtig so. Meint so, was ist jetzt los hier? So richtig. Und was macht er? Ich muss sagen, ich bin echt eskaliert. Bin schon bald bei seinem Auto. Was macht er? Fahrt er weg. Dann ist er schnell weggefahren. Der Schisser. Ja, die Muscles waren eindeutig too much. Na, Spaß. Ich hatte ja, glaube ich, auch sogar eine Jacke an. Dann ist er aber weggefahren, was jetzt im Nachhinein betrachtet echt gut war, weil ich war echt auf 180. Ich hätte, glaube ich, nichts getan so. So reden wir nicht. Also ich hätte nichts getan, aber ich hatte halt das Gefühl, dass ich was tun werde. Und ich weiß nicht, was dann passiert. Aber so kann man doch nicht fahren. Weil wenn ich dann eine Familie mitgehabt hätte, so, meine kleine Tochter hinten drin, mein kleiner Sohn hinten drin oder so, und der fährt da so vorbei, das kann man so nicht akzeptieren. Nein. Und dann bleibt er noch stehen, hupt und deutet raus bei uns beiden. Dann denke ich mir so, ja, das war krass. Gott sei Dank ist er noch weitergefahren. Paulina denkt sich so, was passiert da hinten? Ich habe mir so gedacht, was war da jetzt? Aber naja, es ist schon länger her. Geschichtsstunde mit Sascha. Einmal war ich im Zoo. Der war nice. Die Sascha Abe, wenn Sascha Liegestütze machen muss, weil Haya Hohn wieder über 222€ donated. Here comes the money. Sascha, wenn die Livestream-Einnahmen da sind. fühle ich. Singstunde mit Sascha und Paulina. What? Come on, like. What? Danke,
denke, dass da nicht der Originalton genommen worden ist. Wir düsen jetzt zu McDonald's. Let's go! Ja, habe ich gefühlt. Komm in die Gruppe. Ach, die Werbung kennt jeder. Rolex 100% original aus der Schweiz. 200.000 Euro in 6 Monaten. Einfach nur geil. Auszahlung letzte Woche. 35. Da bist du durchgedreht, gell? Das passt echt rein. Das passt echt genau rein. Komm in die Gruppe, Bruni. 30 Zentimeter. Zipfel Urmer, grüße an Fixi Hartmann. Oh shit. Der Blick. Legendär, legendär. Ich habe vorher noch gelacht wegen Zipfel Urmer. So fand ich witzig. Aber dann, das, was dann noch kam, habe ich gefühlt. Oh shit. Fick. Wir haben es schon verstanden. Wenn ich sehe, wie Sascha die 10 Minuten Workouts ohne Pause macht. Also Russen feiere ich generell, Freunde. Keine Ahnung, Sascha ist ja auch russisch. Ja, ich mache mich gut. Bissl Wodka, Zuckerblatt, passt doch, oder? Zuckerblatt, fühle ich. Wenn sie sagt, dass ihre Eltern gerade nicht zu Hause sind. Doch warte, bevor du Schmerz verschwindest. Nämlich, Freunde, starten wir jetzt. Saschas Nachbarn, wenn Paulina und Sascha abends vergessen, das Fenster zuzumachen. Was ist los? Nämlich reagieren wir jetzt mal gemeinsam auf Sex. Gut, alles klar. Sascha erzählt seinen Fans sogar von seinem Intimbereich. Was? Aha. Nein, hab ich nicht. Hab ich nie. Aha. Was kommt da jetzt? Achtung. Aber es ist echt ein Riesending. Ein Riesending. Ja? Und? Es muss aus dem Zusammenhang gerissen sein. Was? Muss definitiv nicht aus Zahnarten gerissen sein. Sascha, wenn er sich TikTok runterlädt. Aber ich muss sagen, ich bin, wenn ein bester Freund eine 4 anstatt eine 5 bekommt, richtig nervös. Denn Xeni ist ein Meister in seinem Gebiet. Er ist mehrfacher Staatsmeister. Du bist EM- und WM-Teilnehmer und Weltcup-Finalist. Kunsthalle ist was ganz Besonderes. Für mich natürlich. Ich bin schon lange hier, über 20 Jahre. Ich bin übrigens schwanger. Weil wir mal gesagt haben, was das ist. Beziehungsweise, dass Paulina eine coole Neuigkeit hat. Die ich nicht verraten darf. Aber die bekommt ihr noch früh genug mit. Keine Sorge. Jetzt wisst ihr es. Hier nochmal. Paulina ist schwanger. Nochmal ganz offiziell. Na. Verbreitet euch keine Unwahrheiten. Na. Nichts, das wir wissen. Nichts, das wir wüssten, na. Na. Ist alles im Los. Passt alles. Noch kein Bratl in den Ofen gesetzt. Noch nicht. Das Nice das ist so grausig. Saschas Tipps und Tricks. Ist, muss es nicht mehr kauen. Jetzt fällt es dir halt viel leichter, das Ganze schnell runter zu bekommen. Ja? Nein. Nein, da muss das sein. Daraus entsteht jetzt kein Meme. Wie? Es ist halt. Es ist halt echt so. Man sagt's, man denkt sich dabei nichts Böses. Man will es nur gut erklären, ja. Und dann ist man jetzt so in der Thematik drin, dass man komplett darauf vergisst, dass das dann wieder pervers aufgenommen werden kann. Sascha, könntest du Fixi Hartmann grüßen? Ach du böser Junge. Im Bett war halt dann doch too much mit Paulina und mir. Also das würde die Sascha Army verstören. Und da war auch so eine Maschine was? Dabei. So eine. Was? Was? Da, vielleicht habe ich keine Ahnung, was da gegangen ist. Echt nicht. Was redst du? Keine Ahnung. Wo man ihn reinsteckt, dann wird er gewaschen. Der Pipi-Mann. Das geben wir uns nochmal, Freunde. Das geben wir uns nochmal. Da habe ich um den Rasierer gelabert. Da habe ich so eine Waschstation für den Rasierer. Gib mir ihn rein, dann wird er wieder sauber. Ja? Den benutzt du nie. Die Waschstation? Na. Ja, nicht so oft, das stimmt. Aber hier, und da war auch so eine Maschine dabei. So eine, wo man reinsteckt, wo man ihn reinsteckt, dann wird er gewaschen. Der Pipi-Mann. So, da geht so ein Cleaning-Programm durch. Ich habe mir gerade die Brille runtergemacht. Ich fühle das so. Was soll ich sagen? Ich fühle das so. Sascha an der Tür, wenn Paulina duschen geht. Weil ich ja meinen Augenlesetermin habe. Das Video wird vorgedreht. Also noch kurz zur Erklärung. Das war halt mein Job.
Geil gemacht. Sascha, erzähl für seine nächtliche Da bin Problem. Ich einfach stundenlang da gestanden mit dem, bin ich einfach wirklich stundenlang da gestanden mit meinem Schlauch und hab das Ganze einfach rausgespritzt und es hat einfach nicht aufgehört. Das Ding war, das ist dann... Freunde, ihr seid... Process Boss, du... Du... Ich sag's euch, da ging's um einen fucking Job am Eislaufplatz, wo ich halt das Eis raus hab. Ja. Das war mein Job. Ich muss sagen... Wie viele Videos muss man sich dafür bitte anschauen? Ja, also echt mal Hut ab am Process Boss, was ich dir gönne. Wenn mir mein Lehrer im Online-Unterricht eine Frage stellt. Ist wieder ausgefallen. Sorry, ist wieder ausgefallen. Schauen wir mal, was wir wieder haben. Ist halt echt so, wie ständig die Kamera ausfällt. Ja, es war bei Corona nicht sicher, bei jedem, bei vielen so. Ja. Kamera wieder ausgefallen, bei Teams oder so. Geht noch Redebedarf. No, das heißt was, ja? Sascha, wenn ich eine Trainingspause machen will. Fucking excuses. Wer ist der bessere Autofahrer? Das kenne ich. Das kenne ich schon. Ja, also. Also ganz ehrlich, da kann ich ja jetzt nicht sagen, dass Paulina besser Auto fährt als ich, oder? Doch, kannst du doch. Ich würde doch schon sagen, eher ich, weil. Irgendwie kommt mir vor, schaue ich ein bisschen mehr voraus als Sascha. Kitschig, aber sie ist einfach so, wie sie ist, perfekt. So ist es. Perfekt für mich. Perfect Imperfection ist so das englische Wort. Hallo! Wasted. Perfect Imperfection darf nicht. Jetzt will ich, dass ihr mit mir gemeinsam richtig jumpt. Oh mein Gott, Erdbeben! Erdbeben! Ich will euch frieren sehen, so hoch ihr könnt! An einem Samstagnachmittag irgendwo in Österreich. Yes! Digga, wo findest du die? Siehst du so auf Instagram, die ein oder andere, denkst du so, ja, die gibt's nur in der Stadt. Jetzt sagt Nico, also anscheinend sind die auch nicht in den Städten. Ich glaube, die verstecken sich alle, Freunde. Weil ein paar von denen, ja, die sind direkt schon im nächsten Raum. Ein paar von denen? Also ich wollte damit meinen, eine Auswahl. Damit habe ich dich gemeint. Bist im nächsten Raum von schönen Mädels. Na, ich will niemandem etwas sagen. Echt nicht. Von denen, ja, die sind direkt schon im nächsten Raum. Willst du unserem Paulina etwas sagen? Ey, scheiße, so ein Memes-Video kennen wir uns besser nicht mehr zu zweit. Mach mich hier richtig verlegen. Scheiße. Was? Sascha, wenn ihr seine Übung auslassen will, weil sie zu schwer ist. Was, die mache ich nicht mit? Was heißt da, die mache ich nicht mit? Die Frage stellt sich nicht, Rudi. Die Frage stellt sich nicht. Wer hat in eurer Beziehung die Hosen an? Das Kino, mega. Beziehung die Hosen an. Also die meiste Zeit glaube ich schon, dass ich eher die Hosen anhab. Der war so schlecht. Der war so schlecht. Ja, der war echt schlecht. Aufgrund eines schlechten Witzes von Sascha unterbrechen wir die aktuelle Sendung. Jo, Freunde, wie geht's euch? Ich habe gut. Hallo und herzlich willkommen in der Hölle. Der Fokus bei diesem Workout liegt auf schnellstmögliche Muskelverbrennung. Gleichzeitig setzen wir natürlich auch heftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt. Und natürlich fördern wir mit diesem Workout auch die häufigste Todesursache. Boah, ich sag's euch, der Schlaganfall fährt jetzt schon rein. Der Schlaganfall fährt jetzt schon rein. Oh. Der Scheiße. Schau ein bisschen. Ja, ist gut geschnitten. Muss so sagen. Zum Workout, wir wärmen uns am Anfang auf. Danach trainieren wir 40 Sekunden. Obwohl, danach trainieren wir 20 Sekunden. Und Freunde, ich will jetzt Ausreden hören. Ihr könnt aber auch gerne einfach den Teppich nehmen. Gut, Freunde, lasst uns starten. Und natürlich, Freunde, packe ich euch wie immer die gesamte Stunde lang in das Workout. 40. YouTube-Werbeunterbrechung. Ansonsten ist das... Gut, das hatten wir schon. Das ganze Konzept am Kreis nach hinten keinen Sinn. Wir müssen in den 40 Sekunden Trainings Zeit alles geben. So, let's go! Wenn ihr nicht mehr könnt, dann einfach wieder kurze Werbepause machen und später wieder mitmachen. Also direkt zu früh möglich natürlich. Bleibt auf jeden Fall dran, Freunde. Nein, Spaß, wird jetzt spätestens wegklicken. Nein, Spaß, spätestens jetzt wegklicken. Macht, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace! Auf jeden Fall wieder mal sehr, sehr gute Memes dabei. Also ich muss sagen, es waren extrem legendäre Memes dabei. Die einen oder anderen fand ich nicht so witzig, also jetzt nicht alle. Aber ist wie immer, ist ganz klar. Aber die meisten waren extrem. Also ich und ist mich, Geschmackssache. Ist, ja, natürlich Geschmackssache und habe ich legendär gefeiert. Also schaut gerne hier bei Process Boss vorbei. Hier auch relativ neuer Kanal und von dem her sehr, sehr gerne vorbei. Nur auf Instagram, sasch.huber-memes, schaut da vorbei. Und natürlich auch bei Paulina und bei mir auf Insta, wenn ihr Bock habt. Ansonsten ganz einfach nicht.
du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah, yeah.